So, na also, wer sagt's denn? Hilfst du mir? Mhm. Okay, wir müssen noch die Dinger hier reinmachen. Und dann kann's losgehen. Drachensteigen habe ich als Kind schon geliebt. Felix und ich haben sie immer selbst zusammengebaut aus Holz und Papier und sie natürlich schön bemalt. Ja, bei mir war das immer ein Pirat, mit einer Augenklappe natürlich. Bei mir immer eine Prinzessin. Was sonst? Dann hat es immer ewig gedauert, bis das Ding in der Luft war. Mhm. Und rum, Sturzflug auf die Wiese? Klar. Aber hier mit dem geht's bestimmt leichter. Fertig. Wollen wir? Mhm. Danke, Simon. Ich weiß ja noch gar nicht, ob er fliegt. Dafür, dass du mich aus meiner Wohnung rausholst und die trüben Gedanken verjagst. Gerne. Du weißt, wie es geht, ne? Also wenn du links ziehst, dann mach deinen linken Bogen, wenn du... Klar. Okay. Wollen wir? Ja. Dann los. Eins. Zwei. Drei und... Wieder nur die Mailbox. Rosalie, ich bin's. Bitte melde dich bei mir. Der arme Felix. Wie sehr muss es ihn getroffen haben, dass Rosalie wieder zu ihrem Ex zurück ist. Ich würde ihn so gerne trösten. Aber ich kann verstehen, dass er erstmal niemanden an sich heranlässt. Ich finde es nicht in Ordnung, was Rosalie gemacht hat. Was bedeutet es für mich, wenn Rosalie jetzt mit Moritz zusammen ist? Sie wird den Fürst nur verlassen. Sie würde aus meinem Leben verschwinden. Das darf nicht sein. Sie ist doch meine Schwester. Die letzte Wiederholung. Noch einmal. Jawohl. Gut, das war's für heute. Herr Sombichler, mit Ihnen habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Sportlich, steht Ihnen. Also, wenn ich was ausmache, dann halte ich mich auch dran. Sie sind eine schlanke halbe Stunde zu spät. Ja, ich habe mich schon aufgewärmt im Personalraum. Im Personalraum, so, so. Ja, zu Ihrer Entlastung. Das ist ja ganz lieb von Ihnen, Herr Sonnbichler. Aber zu einem vollständigen Training gehört auch das Aufwärmen unter Aufsicht. Ich habe mir heute gedacht, so haben Sie mehr Zeit für die Marie. Die hat doch jetzt dann Pause. Was sollen die Spielchen, Herr Sonnbichler? Warum tragen Sie sich für ein Training ein, wenn Sie dann einen Rückzieher machen? Das habe ich nicht vor. In der verbleibenden Zeit, das lohnt sich doch kaum noch anzufangen. Auch wenn Sie sich bereits aufgewärmt haben. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie programmieren das Laufband und den Rest machen wir beim nächsten Mal. Sie wollen tatsächlich noch laufen? Ja, freilich, das soll doch gesund sein. Okay, aber das nächste Mal kommen Sie pünktlich. Und wir gehen Step by Step alle Geräte durch. Genau so machen wir's. Und jetzt stellen Sie das Ding ein, die Marie wartet bestimmt schon auf Sie. Und wehe, Sie verstellen das, wenn ich weg bin. Und bevor Sie hinten runterfallen, einfach an der Schnur ziehen. Hinten runterfallen. Hallo. Bin ich froh, dass du wieder da bist. Oh. Ich auch. Wie war dein Tag? Nicht besonders. Werner, ich wollte mich nicht streiten mit dir. Ich doch auch nicht. Bist du immer noch wütend, dass der Termin geplatzt ist? Nein. Ich war nur ein bisschen verunsichert. Das muss ich zugeben. Das musst du nicht sein. Komm, setz dich mal.
Ich habe inzwischen viel nachgedacht. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass Paul mich nicht einfach gehen lässt. Nein, das ist nicht zu erwarten. Er wird sicher versuchen, mich umzustimmen. Aber wenn die Scheidung schon läuft, dann muss er meinen Entschluss akzeptieren. Heißt das, du? Ja. Ich will die Scheidung so schnell wie möglich hinter mich bringen. Was ist mit dem Gespräch mit deinem noch Ehemann? Das vertage ich auf später. Ruf deine Anwältin an und mach einen neuen Termin aus, ja? Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Du machst mich zum glücklichsten Mann auf der Welt. Weißt du, gestern habe ich dich so vermisst. Da habe ich erst gemerkt, was ich wirklich will. Dich. Ich musste mit meinem neuen Pächter noch was besprechen. Kein Problem. Danke dir für dein Verständnis. Sag mal, habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie glücklich ich bin? Dass wir beide wieder zusammenkommen, das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Hast du eigentlich schon gepackt? Nein. Dann solltest du es aber schnell machen. Je eher du aus der Wohnung raus bist, desto besser. Auch für Felix Alfeld. Moritz. Ich bin ja noch einen Tag im Fürstenhof. Sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir danach erstmal so richtig schön Urlaub machen? Wie wär's mit der Karibik? Ach, auf keinen Fall. Ja, na gut, dann eben Mauritius. Meine Sekretärin kann das noch heute für uns buchen. Zahlen bitte. Was machen wir beide denn heute noch Schönes? Ich weiß nicht, was du Schönes machst, aber ich gehe zurück in den Fürstenhof. Na gut, dann helfe ich dir beim Packen. Nein, Moritz, du hast mich falsch verstanden. Ich gehe zurück in den Fürstenhof und bleibe dort. Bei Felix. Ja. Aber wir beide... Es gibt kein Wir beide. Ich hatte nie vor, zu dir zurückzukehren. Ich liebe Felix. Ach, dann war das alles nur Theater. Ich stehe zu meinem Partner und falle ihm nicht in den Rücken, so wie du es bei mir so oft getan hast. Das ist wirklich das Mieseste. Viel Spaß auf Mauritius. Du kannst dir deine Sekretärin mitnehmen.